Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von MyWindow. Ja, heute ist das sechste Visual Basic 2008 Tutorial. Variablen, Methoden und deren Anwendung, Teil 2. Die bereits bekannten Methoden, ich habe jetzt hier nochmal alle aufgelistet, die ich bis jetzt gezeigt habe. Addieren, erweitern, setzen, contains, to upper, to lower, to char array, length. So, natürlich bekommen wir was Neues. Und zwar, die Methode starts with überprüft, ob die Variable mit einem angegebenen Ausdruck beginnt. Das heißt, wir bekommen dann am Ende entweder ein true oder ein false zurück. Okay. Remove, damit können wir löschen aus einer Variable. Dann können wir Zeichen aus einer Variable löschen. Ab einem bestimmten Startpunkt und dann müssen wir noch angeben, welche Länge die gelöschte Zeichenfolge haben soll. Auf Deutsch, wie viel wir löschen wollen. Mit Replace ersetzen wir einen angegebenen String mit einem angegebenen String. Ja, es ist schon so richtig, bloß ein bisschen doof formuliert. Das heißt, wir sagen Replace, Klammer auf. Da geben wir den String an, zum Beispiel ABC. Und dann Komma. Und ja, dann einfach wieder in Anführungszeichen DEF. Das heißt, wenn jetzt in unserer Variable ABC drin steht, dann steht am Ende DEF drin. Mit Reverse drehen wir den angegebenen String um. Das heißt, das letzte Zeichen als erstes, das vorletzte als zweites und so weiter. Ja, dann lernen wir heute noch eine neue Variable kennen. Das heißt, die Decimal-Variable. Das ist eine Zahl mit ganz vielen Kommastellen. So, gehen wir mal da raus. Oh nein, die Befehle fehlen noch. Ach, Mist. Tut mir leid. Ich mache das auch erst zum dritten Mal, nein, zum 80. Mal in der Probe. Verzeiht es mir, bitte. Also, name.startsWith, name.remove, replace und name.reverse. Ihr wundert euch jetzt bestimmt und auch berechtigt, wieso ich da nicht das berühmte Decimal reingemacht habe. Und zwar ganz einfach, weil das eigentlich klar sein sollte. Natürlich hätte ich es jetzt hier nochmal extra aufführen können, aber ich habe das jetzt nicht getan. Und das werde ich euch ja auch im weiteren Video noch zeigen. Ja, ich benutze jetzt wieder einen anderen Codec. Könnt euch schon denken, dass ich immer ein bisschen rumexperimentiere mit den Codecs. Schaut euch bitte die anderen Videos vorher an und sagt auch besonders die Farbqualität, was ihr von diesem Codec jetzt haltet. Okay. Übrigens, ich benutze jetzt wieder einen Open Source Codec. Also nicht, dass wieder schon, nein, jetzt hat er sich wieder für 1000 Euro Schrott Codec gekauft. Ja, natürlich. Hier nochmal ein kleiner Hinweis. Ich habe jetzt hier ganz illegalerweise einen Punkt reingemacht. Punkt. Fehlermeldung. Und das erkennt jetzt Visual Basic als höchst illegal und das darf ich nicht machen. Ja, eine kleine Auflistung. Das ist von der 6. No, hallo, was will denn der jetzt? Ach, wahrscheinlich das. So, jetzt ist er zufrieden. Na, da freuen wir uns doch alle. Ja, das möchte ich schließen. Tut mir leid, dass das mir noch im Hintergrund ist. Da habe ich schon ein anderes Tutorial vorbereitet. Und zwar Nachtrag. Da könnt ihr euch auch bald drauf gefasst machen. Erstell. Ja, ihr habt schon gesehen, wir erstellen eine Konsolenapplikation, da wir jetzt das andere nicht brauchen. Und zwar
Was verwenden wir? Als erstes machen wir natürlich wieder, versuchen wir reinzubauen. Das war unser Starts with. Als erstes bauen wir uns wieder den Standardfall auf, dass die was eingeben sollen. Und zwar Konsole.readline, Klammer auf, bitte geben Sie ein Wort ein. Das heißt, Konsole.readline kennen wir schon. Wir schreiben hier eine neue Zeile und da schreiben wir rein, bitte geben Sie ein Wort ein. Dann brauchen wir natürlich eine Variable, in der das Ganze aufgefangen wird, quasi. Eingabe ist String. Dann befüllen wir jetzt diese Eingabe. Eingabe gleich. Konsole.readline. Klammer auf, Klammer zu. Das heißt, die Eingabe hier ist gleich der Konsole.readline. Das heißt, wir drücken Enter und dann wird das in die Eingabe geschrieben. Und dann machen wir jetzt einen ganz großen Platz wieder, denn ab hier beginnt quasi ja ein neuer Abschnitt, und zwar das Auswerten von diesem String, den wir da reinbekommen. Und zwar schreiben wir erstmal eine if-Abfrage, if, das muss man jetzt ja nicht verstehen, das wird erst auch später kommen. If Eingabe gleich nein, Punkt length. Nicht Punkt Reverse. Erstmal Punkt Length gleich 0, denn Konsole.WriteLine, Klammer auf. Sie haben nichts eingegeben. Gar. Nein? Ja, was soll denn das? Sie haben nichts eingegeben. So, Konsole. Konsole.readline. Das heißt, Sie haben nichts eingegeben, können wir jetzt schon mal ausprobieren. Bitte geben Sie ein Wort ein. Müsste jetzt gleich erscheinen. Kompilier, kompilier, kompilier. Mach, mach, mach. Also das funktioniert schon mal. Ich habe ja nichts eingegeben. Sie haben nichts eingegeben. Und jetzt ist Ende. Okay. So, jetzt bemühen wir uns mal um den anderen Fall, das, was wir eigentlich anstreben. Das ist nur quasi dieses Error Handling, nicht, dass uns am Ende die ganze Anwendung abschmiert. Also, else. Das heißt hier, if heißt ja, wenn, falls, auf Englisch, das gleich 0 ist, dann soll er das machen. Und else heißt, ja, sonst. Sonst soll er das machen, was wir jetzt ihm angeben. Unser Eingabe.starts with. Nein, machen wir es anders. Anders, anders, anders. Wieder eine kleine If-Frage. If Eingabe.starts with. Und dann Klammer auf, Anführungszeichen. Da machen wir jetzt mal ABC, ist ja egal. Klammer zu. Dann. Und dann sagen wir Konsole.WriteLine, das angegebene Wort beginnt mit ein mit, und dann jetzt schreiben wir A, B, C. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Die Ausrufezeichen, seht ihr schon, mit denen spare ich nicht gerne. Ja, dann haben wir noch etwas. Wobei, dann beenden wir das mal. Else. Konsole.readline. Das. Oh, das kopiere ich schnell. Beginnt
Und dann machen wir jetzt groß nicht mit ABC. Das heißt, wenn das hier nicht der Fall ist, dann zu unterschreiben, es beginnt nicht mit ABC. So, gehen wir runter. Was haben wir als nächstes gemacht? Punkt Remove. Schreiben wir jetzt mal Konsole.WriteLine, Klammer auf. Und jetzt schreiben wir. Das muss ja nicht sinnvoll sein, die Anwendung. Einfach Eingabe. Nicht Punkt Reverse, das machen wir noch nicht. Punkt Remove, Klammer auf. Das heißt, die Position, ab dem die Zeichen gelöscht werden. Dann machen wir jetzt mal Eingabe.length minus 3. Das heißt, er soll die letzten drei Zeichen jetzt nehmen. Anzahl der zu löschenden Zeichen. Und dann müssen wir jetzt natürlich 3 machen. Wenn wir es nicht machen, dann bekommen wir hier einen richtig schönen Error angezeigt. Oder auch nicht. Denn das ist nicht zwingend notwendig. Dann wird halt einfach bis zum Ende überschrieben. So. Und machen wir jetzt das trotzdem mal. Machen wir einfach 3. Und dann bekommen wir keine Dinger mehr, die wir brauchen. Also einfach das hier, Punkt Remove, dann wird das rausgelöscht, die letzten drei Zeichen. So, dann das berühmte Replace. Das ist sehr sinnvoll. Machen wir da Konsole.WriteLine, Klammer auf. Eingabe. Nein, Replace. Das ist eine eigene Funktion, Replace, Klammer auf. Das heißt, aus welcher Variable wir das nehmen. Wir schreiben jetzt natürlich Eingabe. Dann Komma und dann sollen wir das reinschreiben, was gesucht wird. Ich mache jetzt mal, nein, das haben wir schon, ABC, D, E, nein, XYZ. Da müssen wir ein bisschen originell bleiben. XYZ, Komma und dann dass wir ersetzen. Dann schreiben wir mal hehe, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und das dahinter brauchen wir dann eigentlich nicht mehr. Das ist optional. Ab wann das dann begonnen werden soll, damit können wir dann am Ende, im Endeffekt können wir dann richtig schönen, wie beim Texteditor, der soll ab da suchen und so weiter, ne? Kommt uns schon etwas bekannt vor. Also name.reverse kommt jetzt. Das heißt, Sole.WriteLine, Klammer auf. Und jetzt sollen wir das so machen, dass die Eingabe rückwärts geschrieben wird. Das heißt, wir machen Eingabe.Reverse und jetzt ganz wichtig, ein Punkt. Und dann gehen wir runter. Na, wo ist es? 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 Nein. Ach komm, wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ist das? Last Default, Max, Min, ja, und Reverse, was ist denn das für ein Schmarrn? Ja, also Reverse, Punkt Reverse, Punkt Reverse, Punkt Reverse geht alles, aber das brauche ich nicht. Wo ist es? Take while, some, skip, Single Default, such was mit einem Array. Wo ist mein Array? Hey, wo habt ihr das hin? Wo ist mein S-Array? Das ist so fies. Aber ich glaube, das war das sogar schon. Oder was das? Klammer auf. Nein.
Das ist ja lustig. Nein, aber das Enumerable, war das eigentlich? Punkt to String? Ach nein, Punkt to Array suche ich natürlich. Ah, ich bin doch blöd. Also tut mir wirklich leid. To Array natürlich. Was? Und dann brauchen wir noch Punkt to String. Wobei das ToString brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Ich mach jetzt einfach mal das weg. Also, ganz wichtig. Habe ich den Summit? Ja. Dieses Eingabepunkt-Reverse und dann. Ach, verdammt. Nochmal. Mal schauen, ob es jetzt geht. Jetzt. Und zwar brauchen wir da ganz wichtig ein ToArray. Das ist das ganz Wichtige. Sonst bekommt man da Error, 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 Error. So, und dann brauchen wir natürlich noch die der Schimmer Variable. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die noch einbauen soll. Egal. Machen wir mal dem Komma. Komma S. Das Schimmer. Und ja, da können wir jetzt ganz witzige Sachen machen. Zum Beispiel schreiben wir einfach mal Komma gleich. Huhuhu. Und da führe ich jetzt ganz, ganz schleichend in die, naja, in das mathematische Rechnen rein. Aber das ist jetzt nur als Gastfunktion zum Beispiel. Da. Endoff-Anweisung erwartet. Okay, was ist das jetzt für ein Schmarrn? Ach, deklarieren wir doch einfach noch ein paar Variablen. Dem Zahl 1 ist lang. Na, komm schon. Dem Zahl unterstrich 2 s long. Das heißt, wir teilen jetzt long. Also wir teilen jetzt Zahl 1 durch Zahl 2. Das heißt, Zahl 1 geteilt durch Zahl 2. Oder nein, machen wir ganz, ganz fiese große Zahl. Das heißt, und dann vorher schreiben wir noch Konsole. Sole.readline. Klammer auf und dann schreiben wir jetzt wieder Eingabe gleich. Nein, Zahl 1 gleich. Zahl 1 gleich Konsole.readline. Und dann Konsole. Nein, Sole.WriteLine, Klammer auf, Komma, Klammer zu und dann Konsole.ReadLine, Klammer auf, Klammer zu. Führen wir das Ganze jetzt mal aus. Übrigens, das ist hier oben immer bei dem. Ja, also das ist der Debug-Knopf, ne? Also der kompiliert es dann, schickt es in die Excel und startet es dann für uns. Ja. Ja, da ist es immer dabei. Bitte geben Sie ein Wort ein. Gebe ich jetzt mal ABC. Hallo? ABC mal Win doof ein. Dann XYZ. Um die ganzen Cases zu erfüllen. Das angegebene Wort beginnt mit ABC, also da haben wir schon mal einen richtigen Schluss draus gezogen. ABC mal Windows, ist klar. Letztes weggeschnitten. Ja, ABC mal Windows, hehe, haben wir richtig ersetzt. Und ZYX FOODNIWYMB MCBA ist richtig oben rückwärts buchstabiert. Gedingst worden. So, ich frage mich jetzt, was da jetzt.
Oh, scheiße. Dann sage ich jetzt einfach mal. Ja, verkackt. Muss ich jetzt nochmal machen? Beenden. Finito, ich habe genug. Ich habe genug. So. Warte, 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 warte. Wieso dauert das so lange? Ach ja, richtig. Ich nehme ja gerade was auf. Mache ein Tutorial. Habe ich jetzt fast ganz vergessen. So, dann schauen wir jetzt mal A, B, C. Mal Win. Doof. X, Y, Z. Richtig wieder ersetzt. Und dann mache ich jetzt mal 0, bis 0. Aha, sehr interessant. Gut, ich finde das jetzt auch sehr interessant, wirklich, persönlich. Denn wenn ich hier 0 habe, ich habe nämlich nicht 0 angegeben, und das Problem ist, dass Long keine Kommas darstellen kann. Das heißt, ich habe mir jetzt gerade irgendwie selber voll das Eigentor geschossen. Macht aus, nerv, nerv, nerv. A, B, C. Mal Win. Na? Doof. X, Y, Z. Passt alles. Machen wir mal 12. Und dann sehen wir, dass der Schimmer diese ganzen Zahlenkombinationen. Also diese ganzen Nachkommastellen schafft, während Long nicht mal eine schafft. Das heißt, mit Dashunder haben wir eine. Boah, cool, ich kann meine Befehle wieder abrufen. Mit Long haben wir große Nicht-Komma-Zahlen, die wir darstellen können, und mit Dashunder haben wir kleine Zahlen mit viel Kommas. Wisst ihr, wie ich das mache? Richtig, ich mache die Pfeiltasten hoch und runter. Da kann man die ganzen Befehle abrufen, die man eingegeben hat. Okay. So, dann möchte ich das jetzt Ganze noch mal ein bisschen kurz erklären. Mach, 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 mach. So, also, das hier bis hierhin sollte man eigentlich durchgestiegen sein. So, da unten löschen wir jetzt einfach da unten was aus dem String raus, aus dieser Eingabe, und schreiben das dann in die Konsole rein. Das heißt, wir belöschen die letzten drei Zeichen in diesem konkreten Fall. Und hier können wir das ersetzen, und zwar mit ersetzen wir die X, Y, Z mit hehehe. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und schreiben das Ganze wieder nieder. Und hier möchte ich nochmal wirklich darauf hinweisen. Das können wir mal kurz so überprüfen. Wenn ich das so mache, so, wir bekommen keinen Fehler angezeigt. Wir denken, hey, passt schon alles. Ist doch gut. Alles ist im Lot. Und dann bekommen wir sowas, so BAM. System Link Enumerable plus Reverse Iterator. Ganz in so komischen Klammern. D unterstrich 90 Hochkomma 1 eckige Klammer System.char eckige Klammer. Und deswegen einfach gar nicht auf diese anderen Methoden, auch nicht auf dieses böse All eingehen. Einfach nicht drauf eingehen, einfach nur dieses To Array nehmen. Und auch nicht dieses All, weil da denkt man ja, ach, das ist ja cool, dass die das alle erfüllen. Dann braucht man noch einen dämlichen Parameter. Dann Any. Das funktioniert nämlich auch nicht. Also einfach nur Punkt To Char Array nehmen. Das heißt, true. Super. Bringt uns jetzt was. Ja, na komm schon. Geh hin. Na, da bin ich.
Einfach to Char-Array. Nein, to Array nur. Tut mir leid, to Array. Wobei das auch ein Char ist. Also da sieht man es, das Char nachkommt. Muss ich anzoomen. Also ist Char, aber das ist nicht einzugeben. So geben wir nochmal irgendwas ein, dass das auch mit längeren Dingern problemlos funktioniert. Ja. Kann man jetzt nichts mehr erkennen, aber gut. Mist. Ich halte mich jetzt hier mal an Bernd das Brot, der immer ach Mist sagt. Und ja. Funktioniert aber, glaubt es mir, ich habe es ausprobiert. Und zwar mit riesigen. Ich habe sogar mit dem ganzen Text probiert. Also das funktioniert. Ja, da unten wird einfach geteilt, dieses Backslash. Ist wichtig, dass wir ein Backslash nehmen, weil wenn wir nur so ein billiges Slash nehmen, nein, nicht das Slash, sondern wir brauchen so ein, nein, wir brauchen ein Backslash einfach. So eins brauchen wir. Das ist eigentlich, ich weiß, dass es ein ganz normales Slash ist. Ich habe mich gerade vertan. Das brauchen wir nämlich. Denn wenn wir das Backslash nehmen, dann haben wir eine kommalose Division. Und das wollen wir in diesem Fall mit der Dezimalvariable ganz, ganz sicher nicht. Okay. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Und dann möchte ich jetzt mich doch nochmal an meine vorherigen Präsentationen anknüpfen. Meine vorherigen Tutorials möchte ich anknüpfen, und zwar mit der letzten Folie. Danke fürs Zuschauen. Nun kennt ihr viele gängige Methoden der Variablen und deren Anwendung. Das ist der Grundstein für spätere Programme. Bitte abonniert mich. Mein Kanal www.youtube.com/mywindow. Ja, dann sage ich ciao.